Drop mal irgendwas im Chat für Raphael, Bro, du hast die Bühne, Mann. Let's go, danke dir. Wir freuen uns. Perfekt, perfekt. Super, danke Thomas. Danke Thomas für das liebe Edifying, für die netten Worte. Testen wir gleich mal ab, ob man mich gut hören kann. Ich mache das immer schon standardmäßig ein bisschen so. Eins alle Österreicher in den Chat. Zwei machen die lieben Nachbarn aus Deutschland. Drei die Schweizer. Vier die Südtiroler. Und fünf sagen wir einfach der ganze Rest der Welt. Ja, perfekt, okay. Der Chat geht schon rund. Wunderbar. Perfekt, perfekt, perfekt. Genau, also Leute, wer hat Bock auf SFX? Wer hat Bock auf Aktien? Wer hat Bock, also Stocks auf Englisch? Wer hat Bock auf ETFs, also auf X-Traded Funds, Exchange-Traded Funds? Wer hat einfach Bock auf dieses Thema? Ja, okay, perfekt, perfekt. Gefällt mir, Leute, gefällt mir. Wir starten auch gleich direkt rein. Ganz wichtig am Anfang so, vielleicht ein bisschen so, ja, der Chat, der ist eh noch immer wild. Ich bin mir sicher, dass ein Großteil von euch auch gestern bei Andreas Fauster, also bei Fausti, mit auf den Call war. Für mich auch noch so ein bisschen, ich sage immer dazu, wenn Nuggets kommen, also so auch Mindset-Punkte, die für mich persönlich in meiner Entwicklung auch ganz wichtig waren und ich das persönlich für ganz wichtig halte, dann sage ich immer, hey Leute, großes Nugget, wirklich mit Rufzeichen groß aufschreiben. Persönlich finde ich es voll cool. Danke an Samet, danke an Thomas, dass ich hier speaken darf, dass ich hier heute wieder die Möglichkeit auch habe, vor 300 Leuten hier Mehrwert zu vermitteln. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile über 300, richtig cool, freut mich richtig. Und weil ich jetzt bei Andreas Fauster gerade war, bei der ASICS Convention im Juli hat er sein Part gedroppt und da habe ich auch mitgeschrieben. Und ein Punkt, der mir gleich groß hängen geblieben ist und den ich auch zum Starten heute euch gleich mitgeben möchte, ist, schreibt auf alle Fälle mit. Also holt euch das Wissen, holt euch die Nuggets, das ist cool, das ist wichtig, das werdet ihr schon oft genug gehört haben, aber setzt es danach auch um. Denn Wissen ist nicht Macht, Wissen ist cool und wichtig, aber angewandtes Wissen, das ist machtvoll, das bringt euch weiter. Und das verändert am Ende des Tages auch euren Kontostand. Also schreibt das Ganze mit und setzt es aber danach auch um. Weil ohne Umsetzung ist das nicht mehr die halbe Miete, das ist so viel wie gar nichts. So, ihr wisst es, aber nur durch die Umsetzung im Endeffekt tut sich auch was und tut sich am Ende des Tages auch was am Kontostand. Darum ganz wichtig. Ein bisschen zum Call erklären, auf was werden wir eingehen. Ich werde nachher gleich mal die SFX Academy euch vorstellen, die Educator, was es dort für Möglichkeiten gibt, was sie so generell teachen, auch auf meinen Educator, Patrick Kenny werde ich eingehen, wie Thomas eben schon gesagt hat, was unterscheidet von jemand anderen oder warum speak ich jetzt genau hier heute, weil die Academy gibt es ja eigentlich erst seit 2, 3 Wochen jetzt, so seit Beginn September, also ich glaube gut 2 Wochen. Ist nämlich folgendes, so wie ich bei ihm gestartet habe, das ist jetzt auch schon über 2 Jahre aus wieder, da habe ich das Glück gehabt, dass ich einen Educator zum Anschauen begonnen habe, zum Verfolgen, das ist Patrick Kenny, also später auch noch mehr von ihm, der hat neben normalen Forex-Trades, wie es jeder kennt, oder damals DeLorean-Algorithmus, vielleicht sagt DeLorean den einen oder anderen, etwas hier auf den Call, hat er immer auch schon geteacht, wie er zusätzlich zum Traden investiert. Also wie er in Aktien, wie er in Fonds investiert, was er für eine Strategie hat. Wenn ihr Bock habt, Leute, dann gibt es auch heute ein paar Nuggets zu der Strategie, die er macht. Also ich gebe euch da volle Einblicke. Wie könnt ihr ein Portfolio aufbauen? Wie könnt ihr schauen, dass ihr ein Dividendenportfolio, beziehungsweise was sind überhaupt Dividenden, wir werden auch besprechen, so was sind Fundamentals, wie analysiert man Aktien, so das klingt vielleicht ein bisschen trocken, aber gleich mal vorweg zum sagen, wieso ist das Ganze so wichtig und das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen, sage ich mal, etwas treffen. Ich persönlich sage dazu, ich trade genauso Forex, also Patrick Kenny traded Swing, das heißt, ihr seid in den Positionen, ja, manchmal 1 Woche, 2 oder 3 Wochen drinnen, aber sozusagen ihr tradet am Forex-Markt, das ist schön und gut, da gehört technische Analyse, brauche ich, glaube ich, jetzt nicht weiter darauf eingehen dazu, aber genauso auch fundamentale Analyse. Und gerade, wenn ihr langfristig investiert und bei Aktien, ETFs, was bedeutet langfristig? Vielleicht fragt sich jetzt das der eine oder andere. Da reden wir von Jahren, Leute, okay, von Jahren. Also wenn man wirklich groß im Game ist und wirklich investiert und das Ganze professionell aufbaut, dann braucht ihr da einen Zeithorizont über Jahre bis Jahrzehnte, okay? Um langfristigen, wirklich general, also general, generational, also über Generationen ausgedehnten Reichtum zum Aufbauen. Denn ich sage euch eins, Patrick Kenny, also mein Educator, auch mein Vorbild sozusagen, das erwähne ich auf jeden Call,
Der ist 26, Leute, der ist 26. So, ich persönlich bin 22. Der ist 4 Jahre älter wie ich. Patrick Kenny hat mit 17, 18 zum Trainen, ganz normal Forex-Trainen angefangen und ist mittlerweile Multimillionär. Okay, er hat die ersten 3, 4 Jahre nur rein Forex getradet. Was hat er dann gemacht? Und das ist genau das Wichtige. Danach hat er das Geld genommen und hat es in Aktien investiert, hat es in ETFs investiert, hat es in Immobilien investiert, hat eigene Unternehmen gegründet und in Unternehmen investiert. Okay, also Leute, ich muss klar sein, Forex ist schön und gut. Es werden viele von euch das kennen, natürlich ein bisschen so das falsche Bild, und in Österreich sagt man so verschrieene Bild. Man chillt irgendwo auf der Welt, ist irgendwo in Dubai, sie haben in der Einfahrt ein Lambo stehen. So, das ist alles schön und gut. Das kann man erreichen, wenn man das will. Man kann natürlich auch andere Ziele haben. Das geht alles mit dem Forex-Markt, ist klar. Nur wenn ihr dann wirklich langfristig und auch geschickt und entspannt, sage ich jetzt mal, oder gechillt arbeiten möchtet, dann nehmt ihr das Geld, was ihr am Ende vom Tage durch, am Ende des Tages von Network, von euren Online-Store etc., von euren Einnahmequellen, ganz egal, dann eben auch vom Traden, was ihr habt, und verzinst es weiter. Also investiert das Ganze dann zum Beispiel in eine Firma oder in einen ETF, wo mehrere Unternehmen drin sind, und das Geld verzinst sich im Endeffekt dann noch weiter. Also wie gesagt, ganz wichtig bei dem Ganzen, es ist langfristig. Ich mache das Ganze jetzt mittlerweile auch Jahre, habe das Ganze immer bei Patrick Kenny damals auf seinen normalen FX-Sessions mitverfolgt. Und sozusagen werde ich es auch weiterhin machen, weil es macht halt einfach Sinn, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man sich auch wirtschaftlich, was tut sich im Hintergrund damit beschäftigt und sich einfach ein cooles Portfolio aufbaut. Weil ich sage jetzt mal am Anfang ganz klar, so renditenmäßig, also Zinseszinseffekt, prozentmäßig, klar, Forex ist das Coolste. Also wenn man sich damit beschäftigt, da spielst du in der Champions League, da kannst du so schnell, sage ich jetzt mal, von einer Ausgangssituation, keine Ahnung, Lichtjahre vorankommen. Aber wenn du dann langfristig im Game bleiben willst, so, dann viele Leute, wenn das gehört haben, ist irgendwo immer so Immobilien ein Thema. Aber der Zwischenstep und der richtig wichtige Zwischenstep ist ein einfach Investieren in Fonds, in ETFs, in Aktien. So, und das soll es eben heute gehen. Ich werde jetzt gleich mal hier meinen Bildschirm freigeben. Genau, dann schauen wir gleich mal, ob das funktioniert mit WLAN-Technik etc. Freigeben, vielleicht dann kurz in den Chat, ob es funktioniert. Genau, kann man das jetzt so sehen, mein Bildschirm? Ich hoffe, das funktioniert. Ja, gut, passt, okay. Hier gleich in der Mitte, das ist Patrick Kenny. Wie gesagt, das ist dieser 26-jährige, ja, sage ich mal, Unternehmer, Multimillionär, also keine Ahnung, Seven-Figure Easy, was der schon ist. Und im Prinzip hat er genauso von null weg angefangen. So. Und das ist jetzt sozusagen das Entscheidende an SFX. Also, dass ihr zur Academy kommt, ganz wichtig. So wie das sagt selber Patrick Kenny, also hier ist mal die SFX Academy, da geht ihr dann drauf. Wie bekommt man überhaupt Zugriff zu diesem neuen Produkt? Wie funktioniert das überhaupt? Weil viele am Anfang etwas verwirrt waren. Bei mir war das sogar so, dass ich kurz irgendwie beim Nachbuchen was aufgehängt hat. Aber auf jeden Fall am nächsten Tag hat das dann reibungslos funktioniert, dass man eben auf diese Educator, die ihr hier links seht, dass ihr hier Zugriff habt, unter anderem Anastasia, gleich mal in den Chat, wer kennt von normalen Forex-Traden Anastasia oder wer tradet vielleicht Anastasias Strategie, würde mich auch interessieren. Unter anderem hier Brandon Boyd, ebenfalls Chairman von der Company, wie gesagt, hier Patrick Kenny, dann hier noch weitere Educator und hier natürlich auch Carolyn Boyden, die eben Thomas schon angesprochen hat, sozusagen, ja, die Mrs. Fibonacci, die auch Christopher Terry, ja, sage ich jetzt mal, auf AM, auf die Company, auf die Vision, die hier geteilt wird, closen hat können, unter Anführungszeichen, also die auch jetzt quasi ihren Impact, ihr Wissen mit der M-Family teilt und quasi hier exklusiv teacht. Das ist sozusagen hier der Überblick. Wie bekommt man diese Pakete? Ganz wichtig, es ist so, ihr könnt SFX zusätzlich buchen. Jetzt einfach als Beispiel, wenn ihr bis jetzt das FX-Paket gehabt habt. Okay, ich weiß, hier viele haben das TPX-Paket mit Silas, aber es gibt auch sicher einige, die das FX-Paket haben, die das DCX-Paket haben. Es spielt im Prinzip keine Rolle. Wenn ihr sagt, ihr tradet Forex oder auch TPX, dann holt euch für das Zusatzpaket, das Add-on. Ich weiß es eben vom ProPack für FX, da reden wir circa von $50, nicht ganz $50, je nachdem Umwechselkurs halt, was unterm Strich Euro rauskommen, also ein bisschen weniger, aber mittlerweile schon fast gleich. Meines Wissens nach, ich mache zwar nicht TBX, aber gibt es das gleiche auch für TBX? Sonst eine Check gleich mal, wenn es da nicht dieses Add-on genauso gibt, glaube ich, für $50. Dann könnt ihr einfach hergehen und sagen, okay, ihr möchtet das Ganze weitermachen, ist cool, aber ihr könnt euch die SFX
Academy einfach als Hauptpaket nehmen, okay? Ihr könnt euch die als Hauptpaket nehmen und wenn ihr jetzt nicht 2&3 seid, dann habt ihr einfach die SFX Academy mit diesem ganzen Mehrwert, den ich euch heute zeigen will und auf was ich eben eingehen will. Dann habt ihr diese Academy und habt aber trotzdem nebenbei genau noch eine Anastasia, einen Patrick Kenny am FX Pro Pack oder einen Silas bei TBX und die anderen Educator oder einen Tyrone Foster, glaube ich, ist auch bei TBX dabei. Also ganz wichtig, was ich euch damit sagen will, wählt eure Pakete smart, okay? Ganz wichtig, wählt sie smart. Wenn einem das jetzt vielleicht nicht ganz klar ist oder zu schnell war, bitte wendet euch an eure Upline. Schreibt ihr nach dem Call, aber es gibt da auf jeden Fall auch geschicktere Möglichkeiten, um einfach ja smart zu sein und Geld zu sparen. Weil was ihr da sparen könnt, das könnt ihr schon investieren. Genau. Also das einmal ein Beginn dazu. Von den Zeiten, ja, ich habe das Ganze bei mir, ich bin aus Österreich, quasi nach Central Time, also nach CEST eingestellt. Zum Dazusagen ist Patrick Kenny, mein Educator, der ist jeweils Dienstagnacht, also Dienstag früh um 2 Uhr, so jetzt nicht abschrecken. Und Donnerstag ebenfalls um 2 Uhr in der Früh online, macht bei Stock Trading aber gar nichts und bei seiner Strategie auch nicht. Ihr könnt das Ganze einfach bei der Recorded Session am nächsten Tag, wenn ihr ausgeschlafen seid oder wenn ihr fertig seid mit der Arbeit etc., wie halt euer Tag ausschaut, könnt ihr das Ganze in den Recordings nachschauen und habt deswegen jetzt keine Verluste, beziehungsweise euch geht nichts. Das ist auch das Coole am Aktienmarkt, sage ich jetzt einmal, der Strategie, wie es Patrick Kenny teacht. Euch rennt nichts davon so. Also generell, ganz klar, man soll ja auch beim Forex-Traden nicht dem Markt hinterherlaufen, beziehungsweise den Markt zwingen, sage ich jetzt einmal. Der Markt gibt, was er gibt, aber natürlich ist man zeitlich, ja, sage ich mal, enger begrenzt. Das spielt beim Stock-Traden eher weniger Rolle, beziehungsweise beim Investment-Trading oder beim Investieren nach dem Format von Patrick Kenny. Einfach noch kurz zum drauf eingehen, was machen die anderen Educator eben. Carolyn, nicht umsonst Mrs. Fibonacci, analysiert halt sehr viel mit dem Fibonacci-Tool und arbeitet da geschickte Kaufzonen für Aktienhaus. Anastasia beschäftigt sich sehr viel auch mit dem Trading, mit dem Order-Flow-Prinzip und genauso wie mit Futures. Options sozusagen, möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, mache auch ich nicht persönlich, aber deckt diese Seite von dem Markt ab, was auch sehr interessant ist. Und hier eben Brandon Boyd hat das Ganze gleich mal in den Chat. Wer kennt die neue Impulsstrategie? Also Impulsstrategie gibt es auch nicht so lange. Yes, okay, schon einige, genau. Arbeitet, glaube ich, auch unter anderem Silas und glaube ich ja sogar auch Cedric Bierbaum damit. Die haben das Ganze kombiniert. Und zwar, dass man das Ganze eben auch auf diesen Markt hier anwenden kann, okay? Sozusagen, also wenn ihr die Strategie am Forex-Markt beherrscht, ihr könnt sie genauso hier einsetzen. So, das ist cool. Das ist jetzt ein bisschen der Überblick. Das ist jetzt die Ausgangslage, sage ich jetzt mal. Wenn viele Leute den Mehrwert davon anerkennen und sich anschauen, sage ich jetzt einmal, kann ich mir sicher vorstellen, dass das Ganze von den Educatoren auch noch erweitert wird. Von den Zeiten ist es aber so, eine Anastasia, die ist ganz normal um 3 Uhr Nachmittag, also online. Das heißt, wer wirklich auch Fragen stellen will und live auf den Sessions sein will, der hat auch jetzt eben bei ihr eine Möglichkeit, beziehungsweise auch bei Carolyn, man sieht, wie oft die online ist mit ihrer Kollegin hier. Das heißt, man bekommt auf alle Fälle den Mehrwert. Also es ist nicht so, man muss jedes Mal um 2 Uhr in der Früh, also ich mache das so, ganz klar. Ich habe das jetzt auch schon 2 Jahre gelernt, trete profitabel am Forex-Markt, aber ich bin trotzdem, sage ich jetzt mal, so humble und stehe in der Nacht auf oder bleibe so lange auf, dass ich bei Patrick Kenny live auf seinen Sessions sein kann und ihm quasi auch direkt Fragen stellen kann. Aber das muss dann eben jeder von euch selber entscheiden, was ein Educator für ihn passt. Was cool ist jetzt eben auf Patrick Kenny, auf ihm als Person bin ich jetzt schon ein bisschen eingegangen. Was zeichnet seine Strategie aus oder was macht ihm in dieser Position jetzt hier in der Mitte am Timetable von der SFX Academy aus? Wie er den Markt analysiert, beziehungsweise wie er sein Portfolio aufbaut oder wie er an das Ganze herangeht, eben wie ich am Anfang schon erwähnt habe, über die fundamentale Analyse. Das könnt ihr auch für jede andere Strategie, sei es jetzt Anastasia, Brandon Boyd oder eine Carolyn, verwenden. Sozusagen, er hat eine Herangehensweise, er analysiert Stocks. Also wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel, dass ihr ein bisschen besser greifbar ist von euch, für die Leute, die sich auch gar nicht damit beschäftigt haben. Wir nehmen Apple. Okay, Apple ist ein Riesenunternehmen. Was macht Apple? Apple sozusagen hat sich schon vor Jahren an der Börse angemeldet sozusagen. Das hat Apple von Leuten, die in das Unternehmen investieren wollen, sodass sie das Geld nehmen können und von diesem zusätzlichen Geld zum Beispiel eine neue Firma, eine neue Lagerhalle, sage ich mal, neue Leute, die quasi forschen, wie können sie die iPhones noch besser, noch moderner, noch handlicher machen. Einfach, dass sie zusätzliches Kapital
bekommen, hat sich das Unternehmen auf der Börse listen lassen. Okay? Das Unternehmen ist jetzt auf der Börse und ihr könnt einen Teil von diesen Unternehmen kaufen. Okay? Ich habe jetzt einfach Apple als Beispiel genommen. Wir könnten jetzt genauso Amazon nehmen. Wir könnten jetzt genauso Tesla nehmen. Okay? Jetzt einfach nur mal ein paar Namen ins Spiel zu bekommen. Was sind Aktien? Was sind Stocks? Genau um das geht es. Okay? Ihr kauft quasi einen Teil von diesen Unternehmen. Und euer Ziel ist es dadurch, durch den Kursanstieg, sage ich jetzt mal, als Beispiel, ihr kauft Apple, sagen wir jetzt mal, wie ist der aktuelle Kurs? Wir schauen jetzt einfach nach. So, auf den Stock-Screener gehe ich später ein. Produkte, Chart. So, gleich einmal ein Nugget wieder zum Mitschreiben. Wie habe das Ganze ich geordnet? Also ich habe jetzt hier, das werdet ihr jetzt eh gleich sehen. Genau, das ist Purple Zone. Das ist jetzt einfach Währungspaare, wie es viele kennen. Ganz einfach Forex Trading. Ich habe hier mehrere Listen und ich habe hier eine Liste mit und Stocks. Das ist eh transparent. Könnt auch gerne davor ein Bild machen. Könnt mir auch dann gerne Fragen stellen, warum habe ich diese Aktien. Wir auch versuchen, während diesem Call aber darauf einzugehen, dass ihr selber schon in der Lage seid, beziehungsweise einfach ein bisschen eine Ahnung habt, wie viel Mehrwert ihr bekommen könnt, wenn ihr eben sagt, okay, ihr holt euch SFX und wollt bei Patrick Kenny auf den Sessions sein, wie ihr das Ganze mal analysiert. Habe ich das einfach geteilt in Aktien, die ich schon habe. Mit Farben sage ich jetzt mal, wichtig ist einfach das Grundnugget-Message, teilt euch immer ein auf TradingView, wie ihr arbeitet, okay? Dass ihr eine Übersicht habt und dass ich nicht zueinander komme. Und ich habe jetzt schon angefangen zum Reden über Apple. Das muss ich noch finden, genau, Apple. Ist derzeit, wird mit 157, das ist in Dollar, mit 157 Dollar an der Börse gehandelt, okay? Rund 157 Dollar. Was passiert jetzt, okay? Ihr kauft jetzt 457 Dollar, auch für weniger, ganz wichtig, so das möchte ich gleich auch jetzt noch sagen. Auf den Broker-Talk kann ich natürlich nicht eingehen. Und das steht mir nicht zu, das darf keiner bei ihm. Ganz wichtig ist aber zum Wissen, das ist ein großes Nugget, das habe ich auch von Patrick Kenny. Lasst euch nicht abschrecken. Auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht 157, also ich rede jetzt einfach in Euro, okay, auch wenn der Euro-Wert jetzt ein bisschen anderer wäre, wie er hier steht, auch dann könnt ihr mit einem geschickten Broker in Aktien investieren, okay? Nämlich einfach Teile davon kaufen. Und wenn ihr jetzt unter Anführungszeichen nur 50 Euro habt, könnt ihr genau schon so in Apple investieren. Ihr braucht aber nur einen geeigneten Broker. Und das Ganze jetzt hier auch compliant zu halten vor über 300 Leuten. Es gibt in Österreich ein großes Unternehmen mit den Panda-Bären. Also you know, also die Leute, die es wissen, die wissen jetzt, von was ich rede. Zum Beispiel, das ist ein Broker, da könnt ihr halt einfach Teile davon kaufen. Okay? Also da spielt es keine Rolle. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr wollt eben in solide Companies, und das ist auch noch ganz wichtig, will ich dann erwähnen, warum das Sinn macht, dass man da rein investiert und dass man nicht irgendwie versucht, man sagt hier im Fachbereich Penny Stocks, also einfach in was Billiges zu investieren, wenn man sich nichts anderes leisten kann, warum das wichtig ist, spielt es eben eine große Rolle, dass ihr auch dementsprechend den Broker auswählt, dass ihr sagen könnt, hey, ich kann das schon auch zum Beispiel ab 1 Euro. Also bei dem Broker, sage ich jetzt mal, wo ich jetzt gerade drauf angespielt habe, bei den meisten Aktien mit 1 Euro auch schon reingehen. Okay, also es spielt wirklich keine Rolle. Okay. Das einmal ganz wichtig hier vorweg. Jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen weg hier von den Charts. Und ich mache mal meine Freigabe weg kurz. Also ich hoffe, das passt mit dem Internet einmal generell. Ich schaue mal kurz ein bisschen Auge auf den Chat. Genau, mal Frage. Frage jetzt mal, weil es mich interessiert, über 300 Leuten. Hat schon wer von euch ein Portfolio aufgebaut? Hat wer neben Network, neben AIM, weil er, keine Ahnung, das von anderen Leuten kennt, weil er mal von wem beraten worden ist, weil er vielleicht auch einen Educator folgt, hat wer schon, und Kryptos gelten jetzt bewusst nicht, sondern hat wer schon was in Companies, in ETFs investiert? Gibt es da Leute? Okay, ich sehe schon einige Yeses, auch Krypto, okay. Aber jetzt wirklich Stocks, okay. Natürlich auch einige Neins, ist ja klar, für das ist der Call auch heute da. Aber schon einige. Ja, zum Beispiel ein Apple als Beispiel. Genau, okay, cool. Okay, perfekt. Ja, genau. Wieso das Ganze Sinn macht, das habe ich jetzt schon probiert zu erklären. Jetzt müssen wir ein bisschen da weiter in die Materie hineingehen, beziehungsweise auch bewusst hier von den Charts in erster Linie weggehen, okay? Weil Patrick Kenny macht das bewusst nach einer anderen Strategie, nach der fundamentalen Analyse, weil das ist das, was ich eigentlich einleitend, auf was ich hinaus wollte, was vielleicht ein paar Leute schocken wird. Wenn ihr wirklich ganz groß im Game sein wollt, also vielleicht kennt wer Forbes oder einige werden das sicher kennen, so wo die reichsten, erfolgreichsten Unternehmer und Leute gelistet sind. Die 500 reichsten Trader oder erfolgreichsten Trader, die am meisten Rendite erzielen und am meisten Vermögen haben, das sind alles fundamentale Trader.
Okay. Ich sage es jetzt mal ganz umgangssprachlich. Ich weiß, dass der Call recorded wird, aber müssen wir vielleicht einen Piep da machen. Die geben hier auf diesen Charts keinen Fick. Das ist denen egal. Der Chart ist der Chart, das ist schön, aber die analysieren professionell, fundamental Leute, okay? Und was heißt das jetzt? Natürlich jetzt, bin mir sicher, dass manche Leute jetzt gleich kommen und so aussteigen, die denken sich, ja, boah, ist kompliziert hin und her. Für die gleich ist cool. Ihr bekommt das A bei SFX und auch die Petrokenne von null weg erklärt. Und auch wenn ihr selber, sage ich jetzt mal, nicht den Willen habt, das lernen zu wollen, sage ich jetzt einmal, weil ich weiß, es gibt immer wieder Leute, die eben sagen, ja, ist schon interessant, so, aber boah, habe ich nicht den Kopf dafür, etc. Es geht auch ohne dem. Ich empfehle es keinen, aber ihr könnt natürlich auch blind einen Educator folgen und ihr könnt auch blind das Portfolio bauen, wie es ein Patrick Kenny baut, einfach aufgrund von seiner Expertise und wie er sich schon 4 Jahre lang baut, okay? Aber ich will jetzt bewusst noch darauf eingehen, was bedeutet eigentlich fundamentale Analyse, warum ist sie so wichtig und was steckt da dahinter? Einfach, dass ihr ein paar Nuggets mitnehmen könnt, weil wir auch heute wirklich hier genug Zeit haben und auf das Produkt SFX wirklich eingehen wollen. Vielleicht kennt ihr von euch die Seite Forex Factory. Vielleicht mal in den Chat, wer Forex Factory kennt oder wer generell solche Wirtschaftskalenderseiten kennt. Ich glaube, Silas verwendet ein bisschen eine andere. Okay, kennen schon mal einige, ist schon mal cool, macht auf alle Fälle Sinn. Ich glaube, investing.com oder so, da stellt mich richtig. Was verwendet Silas? Genau, laut der Siemens Chat, Siemens, yes, investing.com. Okay, dann bin ich da auch nicht so falsch. Genau. Prinzipiell, ich verwende diese Seite, sage ich ganz ehrlich, weil sie nicht verwendet. Nicht, weil sie jetzt irgendwie besser ist oder so. Bleibt da auf jeden Fall bei der Seite, die euer Educator empfiehlt fürs Forex-Traden. Aber fürs Aktien-Traden kann das auch funktionieren, klar. Aber ich sage immer, macht es genauso, Copy and Paste zum Lernen, wie es euer Educator macht. Weil der Educator Patrick Kenny ist Multimillionär, investiert schon seit über 4 Jahren in Aktien und ETFs, der weiß, warum er die Seite nimmt, okay? Und es sind nicht alle Sachen entscheidend. Also wenn man nach der Strategie von Patrick Kenny arbeitet, dann ist es wichtig, man arbeitet nur mit den US-Märkten. Und US-Märkten, also die USA ist auch Weltwirtschaftsmacht. Ihr merkt schon so ein paar Sachen, vielleicht kennt ihr das aus der Schule, denkt ihr jetzt so, boah, wieso reden der über das, aber das ist wichtig, weil man braucht, wenn man auf diesem Markt erfolgreich sein will, langfristig eigenständig erfolgreich, sage ich dazu. Wie gesagt, für die Copy-and-Paste-Weltmeister wird es auch ohne funktionieren, so wenn ihr auf jeder Session drauf dabei seid. Aber wer wirklich, sage ich jetzt mal, da langfristig selbstständig arbeiten will, der braucht ein gewisses Grund-Know-how. Und der muss auch mal wissen, okay, die USA ist die Wirtschaftsmacht und am sinnvollsten investiert man in den USA, weil sie auch den größten Marktanteile haben, die größten Umsätze haben, etc. Hier Forex Factory, deswegen, hier seht ihr ganz normal, also ich verwende das auch zum Forex Trading, da habe ich alle möglichen also Länder mit Währungen, die im Gänge gehandelt werden. Wenn ihr hier oben auf das Filter-Symbol klickt, hier auf Filter, dann könnt ihr, jetzt muss ich kurz da zoomen, ein bisschen auf die Seite schieben, dann könnt ihr hier bei Currencies aus US-Dollar die anderen Currencies einfach eliminieren, okay? Also eliminieren ihr klickt einfach so durch. Bitte. Und was passiert mit der Forex Factory Seite? Sozusagen, es sind nur mehr US-Dollar-News ersichtlich. Okay, es sind nur mehr US-Dollar-News ersichtlich. Ganz wichtig, und auf das möchte ich jetzt gleich als nächstes eingehen. Also, es ist Zufall, war jetzt nicht geplant, aber es ist wichtig. Was passiert morgen? Vielleicht habt ihr das schon gehört. Es geht die FOMC, also sozusagen die Zentralbank von Amerika. Die gibt den neuen Leitzins heraus. So schreibt mal in den Chat, wer weiß was von FOMC-Meeting oder wer hat zumindest mal gehört, hey, da darf ich auf keinen Fall traden. Das werden so die meisten sein. So, hey, Sie oder irgendwas in den Chat, so FOMC, boah, Finger weg, auf keinen Fall traden bei Forex, weil das ist gefährlich. Da kann der Markt crazy verrückt spielen. Stimmt auch. Also so, ich spiele ein bisschen drauf an. Wenn man sich damit beschäftigt, ich zum Beispiel trade genau da oder ich nehme das mit, weil ich halt weiß im Hintergrund, warum dort, sage ich jetzt mal, man so viel davon profitieren kann. Okay? Soll jetzt aber mal keine Rolle spielen. Für das Investieren hier in Aktien ist es ganz wichtig zum Wissen, jetzt sozusagen, also wir befinden uns jetzt nach der Corona-Pandemie derzeit in der idealen Zeit, um zum Investieren. Weil der Markt, die Wirtschaft oder sage ich mal in den USA, befindet sich in einer Rezession. So, das sind jetzt wieder ein paar Fachbegriffe. Was ist eine Rezession? Die Wirtschaft stagniert, sie wächst nicht. Das Problem, warum passiert das Ganze? Ich versuche das jetzt wirklich kurz in 2, 3 Minuten, Leute, das ist wirklich wichtig. Okay, wenn das Ganze ernst nimmt, nimmt das als Nugget mit. Das könnt ihr auch fürs Forex-Trading verwenden, das könnt ihr generell im Leben brauchen, wenn ihr einen Kredit aufnehmt, wenn ihr ein Haus bauen wollt, etc.
Warum sozusagen befindet sich der Markt in Rezession und warum wächst er jetzt nicht schnell oder nicht wirklich oder sehr schwach im Vergleich zu sonst? Das hat damit zu tun, dass eben die Bank, also das könnt ihr genauso sehen in den USA, wie in Europa, wie in Japan, das spielt keine Rolle. Okay, es geht immer um die Zentralbank und diese Zentralbank, die hat einen Leitzins, okay? Das sind jetzt Begriffe, das ist die Zahl, die hier steht, okay? Die sind jetzt derzeit 2,5%, okay? Und die Prognose ist, am Mittwoch wird der um 0,25%, also ich glaube, das sollte jeder rechnen können, die Differenz 3,25 und 2,5 sollte angehoben werden. Was passiert, wenn der Zins angehoben wird? Leute, die jetzt sagen, wenn ich mir als Beispiel, sie wollen sich ein Haus bauen und sie gehen zur Bank, weil sie haben jetzt nicht einfach 200.000 Euro in Cash oder 200.000 Dollar in Cash. Sie brauchen einen Kredit. Ich glaube, Kredit kennt jeder. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Und den Kredit, den muss man ja zurückzahlen. Und dieser Zins, der hier steht, diese Zahl, also diese Prozentzahl, ist die Vorgabe, wie für die ganzen Banken, also jetzt kann ich nur Österreich nehmen, Deutsche Bank natürlich ein bisschen schwerer, oder weil sie habt in der Schweiz und Italien, zum Beispiel für die Österreicher, die Raiffeisenbank kennt man, die Sparkasse kennt man, also im Prinzip, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern heißt, aber die Bank, wo ihr ein normales Konto habt, okay, wo ihr euch einen Lohn überwiesen bekommt, euer Girokonto, oder wo ihr normal immer schon ein Konto eröffnet habt. Diese Banken, die wählen den Zins, den ihr zahlen müsst dafür, dass sie sagt zu euch, hey, okay, ich will Haus bauen, ich gehe zu meiner Bank, passt, sie wollen 200.000 Euro, wir geben es ihnen diese 200.000 Euro, aber sie müssen uns das Ganze zurückzahlen. Und das Zurückzahlen, das erfolgt über diesen Zins. Okay? Und je höher der von der Zentralbank gewählt wird, je höher macht das auch eure Hausbank, okay? Und je mehr müsst ihr unterm Strich zurückzahlen. Das heißt, das gilt aber genauso für große Unternehmen. Wenn jetzt Apple sagt, hey, sie wollen investieren, boah, sie gehen zu ihrer Bank und wollen auch einen Kredit aufnehmen, weil sie eine fette Lagerhalle für, keine Ahnung, 15 Millionen, also wirklich was Großes, aber in diesen Dimensionen, ja, muss man eben denken bei so großen Unternehmen, die wollen sie bauen, aber die wollen sie nicht Cash zahlen, sondern sie wollen einen Kredit dafür nehmen, okay, dann tut denen das genauso weh. Dann überlegt sich Apple jetzt zweimal, wenn diese Zahl immer höher wird, okay, mache ich das jetzt? Baue ich aus, baue ich noch eine größere Halle, damit ich noch mehr iPhones produzieren kann, oder Finger weg, lasse ich es doch lieber. Und genau das bewirken die Banken, je höher dieser Zinssatz wird, desto eher machen auch die großen Player, okay, die großen Unternehmen, dass sie sagen, nein, danke, das ist uns zu teuer unterm Strich, wir bleiben bei unseren, keine Ahnung, 500 Fabrikshallen, wir bauen keine 50 neuen Fabrikshallen, weil das macht jetzt für uns keinen Sinn. Aha, was ist der Hintergrund? Wir können mit den 500 Fabrikshallen nicht mehr iPhones produzieren, okay? Wir können nicht so viel iPhones verkaufen, wie vielleicht Leute jetzt wollen, das neue iPhone. Was passiert an der Börse? Das Unternehmen, der Kurs steigt nicht wirklich, okay? Und so einfach ganz kurz zusammengefasst, ich hoffe, man kann sich ein bisschen was darunter vorstellen. Schreibt es mal in den Chat so das Ganze. Was ist Leitzins? Ja, der Leitzins, der wird von der Zentralbank ausgegeben. Wie viel die kleineren Banken, also ich habe jetzt als Hausbanken das definiert, bevor ich jetzt dann mit denen fertig bin und weitermache, für wie viel Geld sie von der Zentralbank Geld ausborgen, weil was machen Banken? Eure Hausbank, die druckt nicht einfach das Geld, so die hat, also man kennt das aus Filmen, die hat das irgendwie im Safe liegen, so keine Ahnung, nein, die leiht sich das genauso aus von der Zentralbank, in Europa eben von der EZB, von der Europäischen Zentralbank und in Amerika von der Federal Reserve, von deren Zentralbank. Aber so, das ist wichtig, dass ihr jetzt auch wisst, hey, warum ist auch jetzt eine geile Zeit für SFX? Warum ist es geil, dass ich mir das Wissen aneigne? Und das Coole, was ich davor schon am Anfang erwähnt habe, euch läuft nichts davon. So, die Rezession, das ist jetzt, das ist auch noch in 2 Monaten, 3 Monaten, das wird, wenn man sich damit beschäftigt, auch noch 2023 zu gehen. Und das heißt, jetzt ist eine extrem gute Zeit, um in den Markt einzusteigen, okay? Um in den Markt einzusteigen. Das heißt, wenn ihr jetzt eine größere Summe habt, und nicht wisst, was ihr damit macht oder schon wisst, ihr wollt investieren. Da sage ich euch ganz ehrlich, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, wenn man das Know-how hat, dass man in den Markt investiert. So, jetzt gibt es natürlich vielleicht Leute, die sagen, boah, ja, so mit Geld bin ich jetzt nicht so arg, sage ich jetzt mal, gesegnet, davon habe ich jetzt nicht so viel. Ja, ich habe jetzt keine größere Geldsumme. Chill, kein Problem. Vielleicht hat schon mal was von Dollar Cost Average oder Euro Cost Average gehört. Okay, vielleicht mal in den Chat, wer schon davon gehört hat. Das ist ein ganz einfaches System, was ich am Anfang auch erwähnt habe. Wenn jetzt wer vielleicht sagt, hey, Raffi, ich will investieren, aber ich habe jetzt keine Ahnung, Hausnummer keine 5.000 Euro dafür,
Daran könnt ihr arbeiten. So, da haben wir einen eigenen Finanzcall gemacht. Vielleicht sozusagen habt ihr da eh auch mitgeschrieben, und wenn ihr das würde ich auf alle Fälle ans Herz legen, macht auf alle Fälle Sinn. Geht aber auch, wie gesagt, wir nehmen es als Beispiel, lass es 50 oder 100 Euro sein mit dem Dollar-Cost-Average-Effekt. Was ist das? Im Prinzip geht ihr einfach her und investiert am Tag X, sage ich jetzt einmal, in Apple 100 Euro, okay? Und ihr macht das nächstes Monat, heute ist der 20. September, ihr macht das in einem Monat, am 20. Oktober genauso. Ganz egal, wie der Kurs ist, okay? Ihr wisst, Apple ist eine sinnvolle Firma, ein großes Unternehmen, was viel Gewinne erzielt. Wo kann man das sehen mit den Gewinnen? Das zeige ich euch jetzt gleich noch im Anschluss, sozusagen, wie Patrick Kenny das analysiert oder woher weiß er, dass Apple, außerhalb jetzt davon, dass halt Apple die meisten Leute kennen, wie gesagt, ich könnte jetzt auch Amazon, Microsoft, ganz egal was nehmen. Aber warum weiß man, dass das Unternehmen nicht einfach nur den Medien halt bekannt ist, sondern auch wirklich gut wirtschaftet, okay? Dass das Unternehmen auch wirklich gut wirtschaftet, zeige ich euch noch gleich im Anschluss. Jetzt nochmal zum Dollar-Cost-Average-Effekt zurück. Ihr macht das einfach jedes Monat, okay? Ganz egal, wo der Chart gerade ist, okay? Wie gut es dem Unternehmen geht, ganz egal, wie hoch der Leitzins ist, okay? Ganz egal, ob die Wirtschaft jetzt in einer Rezession ist, wo sie sich jetzt befindet, zumindest in den USA, oder ob sie in einer Hochkonjunktur ist, also ob die Wirtschaft wächst. Ganz egal, Leute, okay? Ganz egal. Und darum ist das Ganze auch so zeitersparend. Ihr macht das an einem Tag, investiert immer die Summe X, sage ich jetzt mal, in den ETF, in die Aktie, und ihr werdet langfristig über die Jahre trotzdem Erfolg machen, weil es ist ganz egal, ihr habt dadurch immer die besten Marktphasen und die schlechtesten, und das ist statistisch nachgewiesen, okay? Also ihr müsst mir das jetzt glauben, aber ihr könnt gerne nachgoogeln, also ich wäre jetzt blöd im Informationsalter 21. Jahrhundert, wenn ich euch jetzt erzähle, Dollar-Cost-Average-Effekt ist voll cool, aber im Endeffekt ist es kompletter Bullshit. Googelt es gerne nach, wenn ihr wollt. Aber das ist mächtig, so, weil da ist ganz egal, welche Geldsumme ihr heute parat habt, wenn ihr das Ganze langfristig immer stetig einzahlt, okay? Und gerade bei Aktien macht auch das Ganze Sinn, weil zusätzlich zu dem, dass der Kurs ansteigt und euer Unternehmen genau auch prozentual wächst sozusagen, den Anteil, den ihr an dem Unternehmen hält, okay? Also genauso, wenn ihr jetzt sagt, ihr kauft euer US-Dollar, dann seid ihr im Endeffekt ja auch darauf aus, dass ihr Gewinn macht, okay? Ihr setzt von mir das 1% Risiko und habt dann ein CAV von, keine Ahnung, 3 zu 1 und wollt eben 3% haben, dann geht ihr aus dem Markt raus. Das Ganze könnt ihr bei Aktien genauso berechnen. Bei Aktien ist halt das Ganze eher zum längerfristig sehen, okay? Es gibt auch Educator, die das Ganze kürzer machen. Patrick Kenny macht es langfristig. Und was ist das Coole, weil ich Dividenden angesprochen habe, oder was ist ein Dividendenportfolio? Ihr könnt das Ganze so aufbauen, dass ganz egal, auch bei Dollar-Cost-Average, wie sich der Kurs entwickelt, spielt überhaupt keine Rolle. Unternehmen sagen zusätzlich, was sind Dividenden, kurz erklärt, so das Jahr, Wirtschaftsjahr wird in Quartale untergeteilt, also mal 4 alle 3 Monate, also Jänner, Februar, März, April, Mai, Juni und so weiter. Immer nach Quartalsschluss schütten sie zusätzlich Geld an die Leute, die die Aktien halten, aus. Das ist ein Bonus, ein Zucker sozusagen. Vielleicht kennen das Leute bei Kryptowährungen mit Staking Rewards, okay? Vielleicht ist es da mehr bekannt. Aber ich denke, wahrscheinlich einige werden schon was von Dividenden gehört haben. Und im Prinzip ist das doppelt cool, weil ihr bekommt die Dividende fix, okay? Also fix ist nichts im Leben, sage ich immer. Bei Corona haben viele Unternehmen, weil sie halt Probleme gehabt haben, die Dividendenzahlungen ausgesetzt, aber das spielt keine Rolle, weil die Dividenden sind das Zusatz, sozusagen die Kirsche auf der Torte, okay? Die Kirsche auf der Torte, so kann man es beschreiben. Weil ihr habt eine Aktie, wir haben jetzt Apple gekauft, wir haben jetzt gesagt, wir haben Apple nicht für den Kurswert, glaube ich, bei 157 Dollar war zuerst, sondern für 50 Euro gekauft, okay, oder für 50 Dollar, egal. Und wir machen das jetzt jedes Monat. Wir kaufen jetzt schon 4 Monate hintereinander Apple-Aktien und haben im Endeffekt 200 Dollar in Apple-Aktien investiert. Es sind jetzt diese 3 oder 4 Monate vergangen. Hey, was zahlt Apple aus? Eine Dividende. Apple sagt sagt Danke zu den Leuten, die investieren in Unternehmen, dass sie das Geld quasi wieder weiter investieren können, wie ich erklärt habe, eine neue Lagerhalle bauen können, etc., etc. Und sie sagen, hey, cool, dass du dabei bist, dass du immer für uns einzahlst, wir geben dir was zurück. Du bekommst einen extra Betrag Geld. Egal, ob sich jetzt die Apple-Aktie, ob der Kurs angestiegen ist oder ob er gefallen ist. Du bekommst deine Dividende, okay? Wie hört sich das an? Ihr macht nichts, okay? Ihr kauft einmal im Monat die Summe X, zahlt dort ein und ihr bekommt nach 3 Monaten etc. immer wieder Geld zurück, okay? Und das rennt aber dann automatisch, okay? Und ihr könnt euer Portfolio so aufbauen, dass ihr jedes Monat Geld bekommt, okay? Dass ihr jeden Monat zusätzlich Geld bekommt. Und dieses Geld, gut,
Wenn das Portfolio klein ist, dann muss man ganz ehrlich sein, wie bei allen Sachen, dann sind das keine Unsummen, dann sind das keine Riesensummen, aber es ist Free Money. So, wenn ich mein Geld aufs Sparbuch gebe, da bekomme ich, keine Ahnung, ein paar Cent. Und selbst schon bei kleinen Portfolios bekommt ihr ein paar Euro. Und ein paar Euro nach der Zeit, wenn ihr immer einzahlt. Und das ist schon cool, das ist schon krass. Und wenn ihr jetzt Bock habt, okay, ihr wollt euch so ein Dividendenportfolio aufbauen, oder wenn ihr jetzt sagt, hey, weil eben noch Zeit ist, wie analysiert man jetzt, ob Apple eine gute Firma ist, abgesehen davon jetzt, dass Apple einfach die meisten Leute kennen. Das will ich euch jetzt noch zeigen. Wie könnt ihr das Ganze, also wie könnt ihr das Ganze in 5 Schritten ganz einfach analysieren nach der Strategie von Patrick Kenny? Also das sind jetzt wirklich Insights, wie in SFX geteacht wird, Leute, okay? Hat wer Bock, mal in den Chat, so hat wer Bock, wie ein Multimillionen-Dollar-Trader und Investor wie Patrick Kenny, wie sich er sein Portfolio aufbaut. So, hat wer Bock, dass wir mal da kurz drauf eingehen? Ja, schaut cool aus. Okay, da eskaliert der Chat ziemlich. Passt, perfekt, habe ich mir gedacht. So, blöde Frage, haha. Nee, okay, bleiben wir wieder ernst. Ich mache wieder Bildschirm freigeben. Und das Ganze klingt jetzt vielleicht, wie sagt man das, zu schön, um wahr zu sein oder zu simpel. Freunde, es ist nicht kompliziert. Okay, ich gebe euch jetzt noch einen Plan an die Hand, wenn wir Zeit haben, wie Patrick Kane sein Portfolio aufgebaut hat, wie man das berechnet, wie es er gewichtet und wie es ich auch persönlich mache. Okay, let's go. Ich gebe jetzt meinen Bildschirm hier frei. Also wieder frei. Ich hoffe, das passt wieder, genau. Ganz wichtig und jetzt zum Mitschreiben. Wie hat Patrick Kane sein Portfolio aufgebaut? Er hat 60% von seinem Portfolio in ETFs. Was sind ETFs nochmal? Exchange Traded Funds. Zum Beispiel, ich bin mir sicher, es kennen viele Leute den S&P 500 oder den Nasdaq 100. Gleich mal in den Chat, wer kennt die oder wer tradet die vielleicht auch quasi über den MT4 oder MT5 Broker. Das ist nichts anderes wie S&P 500, die 500 wirtschaftsstärksten Unternehmen in den USA, einfach zusammengefasst, okay? Das sind jetzt einfach die 500 Companies zusammengefasst in einen Index. Und im Endeffekt tradet ihr geschickterweise keine Index, also keine Indizes, sondern ETFs. Das ist im Prinzip einfach nur eine Erleichterung, okay? Das ist eine Erleichterung, dass ihr auf den Markt zu jeder Zeit zugreifen könnt. Bei Indizes ist das Ganze ein bisschen komplizierter, da muss man auf die Börsenzeiten achten etc. Aber ETFs, ich glaube, ETFs haben schon einige gehört. Und im Prinzip hat Patrick Kenny das so aufgebaut, er hat in seinem Portfolio eine Position, die 60%. Das kann ein ETF sein, das können 2 ETFs sein, 3 ETFs oder 4 ETFs, aber maximal ihr habt 4 ETFs. Gleiches Tipp, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Was sind sinnvolle ETFs? Ein ETF, also ein Kurs, der den S&P 500 nachbildet. Nugget aufschreiben, den S&P 500, den Nasdaq 100, okay, die 100 Technikkonzerne oder in der Tech-Branche, zum Beispiel wie Tesla, wie Microsoft, wie Google, wie Amazon, sozusagen die Internet, die mit modernen Zeitaltern zu tun haben. Das ist jetzt einfach so eine einfache, rudimentäre Erklärung, könnt ihr sonst nachgoogeln, aber wichtig ist S&P 500, Nasdaq 100, dann könnt ihr noch den Dow Jones mit den 30 Unternehmen, den Dow Jones oder US 30, als US 30 ist er meistens bekannt für die meisten Leute. In diese ETFs, okay, also diese ETFs, die diese Indexverläufe nachbilden, sollte am Ende des Tages 60% von einem Portfolio investieren, okay? Also Prozentrechnung gehe ich jetzt nicht drauf ein. Wenn wir jetzt sagen, ihr baut ein Portfolio mit, oder ihr habt 1.000 Euro, wir nehmen jetzt einfach 1.000 Euro, dann sind 60% von diesen 1.000 Euros in ETFs. So, was sind 60% von 1.000? Ich gehe es nochmal durch, 600 Euro. Und dann splittet ihr die 600 Euro auf diese 3 Indexe auf. Das heißt, 200 Euro wären in S&P, 200 wären in Nasdaq und 200 wären im US 30. Okay? Gleich mal in den Chat, ob man mir so weit folgen kann. Also es ist furchtbar simpel, das ist nicht kompliziert, okay? Was ist das Coole an ETFs? An ETFs sozusagen bist du immer breit aufgestellt. Das ist ja diversifiziert. Ihr diversifiziert euer Portfolio. Das ist jetzt so bei den S&P 500. Glaubt ihr, es juckt jetzt wirklich den Kurs, wenn ein Unternehmen von diesen 500 pleite geht? Nein. Das spielt so viel wie keine Rolle. Natürlich, wenn es jetzt eine riesen fette Major Company wäre, wäre natürlich der Markt aufsteigt groß, aber das Ganze wäre in wenigen Tagen wieder vom Tisch sozusagen. Und darum ist es cool, weil ihr seid sicher. Und darum gehört auch in ETFs mehr wie die Hälfte. Darum sprechen wir auch hier von 60%. So, was macht ihr mit den anderen 40%? Die anderen 40%, die gehen in Hand-Selected Stocks, also in Companies, in Aktien, wie ich erklärt habe, wie zum Beispiel Apple, wie Microsoft, wie Tesla etc. Und investiert da die weiteren 40% bei unserem 1.000-Euro-Beispiel, also 400 Euro in diese
Companies, okay? Wichtig immer, Risk Management, so wie es Patrick Kenny handhabt, 2% pro Titel, okay? Also ich habe 20 Aktien, jetzt nehme ich selber zur Sicherheit den Handyrechner. Ihr habt 400 Euro, jetzt splittet das auf 20 Unternehmen auf. Das heißt, pro Unternehmen würdet ihr 20 Euro investieren. Ist auch easy, funktioniert auch, wie ich am Anfang gesagt habe, passt gut. Ihr müsst nicht Apple um 157 Dollar kaufen, sondern ihr könnt um 20 Euro einen Anteil, wenn der Broker es zulässt, wenn ihr einen geschickten Broker wählt oder wenn ihr geschickt seid und einen Broker wählt, der das zulässt, könnt ihr für 20 Euro einen Teil von der Aktie kaufen. Und natürlich das Ganze dann Dollar Cost Average steigern. Wir haben jetzt gesagt, wir starten mal mit 1.000, okay, ihr baut das Portfolio auf und das nächste Monat habt ihr, sage ich jetzt mal, wieder 100 Euro zur Verfügung. Dann könnt ihr diese 100 Euro wieder in euer Portfolio genauso aufgesplittet investieren. So ist ganz einfach, ist nicht kompliziert. So ist mal wichtig, dass das Grundprinzip jeder hat. Also ihr habt ETFs, okay, und ihr habt Stocks. Ihr habt ETFs mit 60% von eurem Investmentbetrag und ihr habt 40% in Aktien, okay? Ihr habt am Ende des Tages 20 Aktien und maximal ja, 3 bis 4 ETFs, okay? Man kann auch nur einen ETF nehmen, dann will man da vom 21-Position-Portfolio reden, nach Patrick Kenny, aber ihr könnt auch bei den ETFs eben 2, 3 nehmen oder so, wie ich euch gesagt habe, 3 und 20 Aktien, okay? Das ist keine Zauberei, das ist mal das Grundprinzip. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht so, ja, welche Aktien soll ich nehmen? So, es gibt so viele Unternehmen, etc., 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 etc. Ein, sage ich mal, praktisches Tool, und das habe ich auch jetzt nur durch Patrick Kenny und SFX kennengelernt, also ich bin jetzt schon über 2 Jahre auf Trading 4 unterwegs, okay, und analysiere damit mit Forex-Barre. Aber was ich nicht gekannt habe, ist der Stock Screener, okay? Der Stock Screener, das ist das nächste Nugget, schreibt euch das groß auf. Wenn ihr hier in das Game einsteigen wollt, so, wieso erlaubt ihr mir jetzt das nicht? So, Leave, ja genau, Stock Screener, okay, perfekt, schaut gut aus, genau. Ihr findet das Ganze, wenn ihr hier auf TradingView auf Produkte geht, okay, Produkte, Screener und Aktien, okay, Aktien. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, hier gleich wieder beginnen. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla. Also ihr seht so, ich nenne euch nicht irgendwelche Companies, so das sind jetzt zum Beispiel nach der Marktkapitalisierung, also einfach die großen Unternehmen mit den größten Marktanteilen, jetzt einfach laienhaft formuliert, zum Vereinfachen, werden euch hier angezeigt. Ihr könnt hier, wie ich gesagt habe, aber genauso schauen, dass ihr die Unternehmen mit den höchsten Dividenden findet, okay? Ihr könnt das hier einstellen beim Filter. Ihr könnt hier eben eingeben, statt meistkapitalisiert, was ist das jetzt mit Dividenden? Genau, wie gesagt, ich benutze den selber jetzt auch erst 2, 3 Wochen. Aber im Prinzip, da müsst ihr euch einfach selber ein bisschen damit beschäftigen. Ich schaue jetzt gerade selber nach. Genau hier, Dividenden könnte man nehmen. Dann listet dieser Stock- oder Aktienscreener einfach automatisch die Unternehmen dann nach Größe von den Dividenden, also die Beträge, die ihr quasi zusätzlich ausbezahlt bekommt. Und ihr könnt das Ganze auch noch nach anderen Parametern quasi sortieren. Aber das geht schon ein bisschen zu tief in die Materie, welche da relevant und wichtig sind. SFX Academy, Patrick Kenny oder ein anderer Educator, aber nehmt auf alle Fälle mit von diesem Call heute, von dem Bootcamp, Aktienscreener relevant für SFX, okay? Und jetzt zum Abschluss gehen wir nochmal drauf ein. Findet man heraus, warum ist Apple ein gutes Unternehmen? Warum ist Tesla ein gutes Unternehmen? Dazu kann man sicher auch TradingView verwenden. Ich teach es aber so, wie es Patrick Kenny teacht. Ihr nehmt Yahoo Finance, okay? Ganz wichtig, Leute, Yahoo Finance, legt euch das zu den Favoriten, schreibt es euch auf, macht ein Bild, Yahoo Finance. Was machen wir jetzt bei Yahoo Finance? Wir geben hier ein, zum Beispiel, ich war die ganze Zeit jetzt mit Apple unterwegs, ja, bleiben wir einfach beim Apple, bei Apple. Apple hat, glaube ich, AAPL, genau, Apple Incorporations. Apple, okay? Was macht ihr hier? Ihr habt hier viele wirtschaftliche Daten, das mag jetzt für manche vielleicht furchtbar kompliziert wirken. Wie gesagt, ihr lernt das von null weg, bei Patrick Kenny. Wichtig für euch aber zu merken, wenn ihr jetzt schon ein Portfolio habt und das Ganze euch interessiert, geht hier auf Financials. Okay, man kann das Ganze auch auf Deutsch einstellen. Ich mache das Ganze in Englisch, weil ich Englisch halt auch verstehe und mich zurechtfinde. Ihr geht hier auf Financials, also für Finanzen. Okay, ihr geht hier auf Financials. Dann kommt ihr zur nächsten Seite. Und ganz kurz zusammengefasst, also es sind jetzt 5 Punkte. Das ist so, dass die 5-Step-Stock-Strategy von Patrick Kenny, so, dass ich das Wort rausbekomme. Ihr schaut hier oben bei Total Revenue, also auf den Umsatz,
ob sich diese Zahlen, okay, das beginnt 2018, 2019, 2020, 2021 und der TTM, das ist immer der Durchschnittswert, der aktuelle, okay, ob diese Zahl wächst, okay, also man erkennt, glaube ich, ganz gut, hier fangst du bei 265 an, da ist dann ein kurzer Rückgang, das ist aber nicht weiter schlimm, am Endeffekt hier bei TTM stellen eine größere Zahl, okay, das ist der erste Step. Das erfolgt ist abgehakt sozusagen, ihr habt einmal eine Bewertung clean, passt, ist perfekt. Das ist das Erste, auf das ihr hier schaut, okay? Das Zweite, auf das ihr schaut, ist, ihr habt vom letzten Jahr auf den aktuellen Durchschnittswert habt ihr eine Steigerung, okay? Also diese Zahl hier bei Apple ist größer wie diese Zahl. Passt. Der zweite Step ist erfüllt. Wir haben zweimal ein Häkchen. Dann gibt es nur mehr drei weitere Steps, okay? Da geht es nur darum, okay, wie viel Umsatz macht ein Unternehmen? Also einfach alles in allem gerechnet, sage ich mal, wie gut wirtschaftet das Unternehmen, jetzt einfach kurz zusammengefasst, okay? Dann geht ihr hier auf Cashflow. Cashflow sozusagen, also was das Unternehmen Geld zur Verfügung hat, um Investitionen zu tätigen, einfach um zu wachsen. Dann schaut ihr hier unten auf Free Cashflow, okay? Auf Free Cashflow. Ihr schaut beim TTM, okay, ob die erste Zahl hier positiv ist. Also wenn sie negativ wäre, würde hier so ein Minus stehen, okay? Aber hier unten steht kein Minus, okay? Klar soweit? Diese Zahl ist positiv. Ihr habt den dritten Check, okay? Ihr habt das dritte Häkchen. Was ist der vierte Step? Der vierte Step ist, ihr schaut von hier hinten, okay? 64, da wäre ein kleiner Rückgang, ist nicht weiter schlimm, aber im Endeffekt wird es mehr. Also von hier hinten bis hier wird es mehr, okay? Ich fange mit 64 an, ihr hört mit 107 auf. Vierter Step, fertig. Also der Cashflow, das Unternehmen wirtschaftet gut, es hat immer Geld auf der Seite, dass es eben Investitionen tätigen kann, dass es wachsen kann. Einfach jetzt nur kurz beschrieben. Wie gesagt, alles Weitere wird in die Materie hineingehen. Und das Fünfte, auf was ihr schaut, okay, also ihr vergleicht eigentlich nur immer diese Spalten, es ist nicht mehr, okay? Ihr vergleicht diese Spalten, es ist zu einfach, okay? Aber es ist furchtbar effektiv. Das Fünfte, ihr schaut beim Cashflow, ob der Cashflow von 2021, also von der Position von der zweiten Spalte, ob die erste Spalte größer ist, also ob der Cashflow zugenommen hat. Ich gehe es nochmal durch, okay? Der Cashflow ist positiv, check. Der Cashflow hat sich von hier rechts bis hier links gesteigert, also diese Zahl ist größer wie diese Zahl, check. Dritter Step, diese Zahl ist größer wie diese Zahl, der Cashflow hat sich vom letzten Jahr auf das aktuelle Geschäftsjahr gesteigert, check, okay? Und bei Income Statement da oben, schau dir einfach auf die erste Zeile, auf Total Revenue, okay? Total Revenue, ist der von hier rechts auf hier links gestiegen? Check. Ist der vom letzten Jahr aufs aktuelle gestiegen? Check. Und wenn ihr hier 5 Checks habt und 5 Jahre habt, dann redet ihr von einer A-Aktie, also von den besten nach Patrick Kenny, in was ihr investieren könnt. Wenn jetzt eine Sache nicht erfüllt ist und ihr habt 4 Ja's, dann reden wir von einer B-Aktie. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ganz einfach 3 von diesen 5 A's habt, dann habt ihr eine C, eine C-Aktie. Okay, das wird einfach dann nach unten gestaffelt. Okay, aber so analysiert Patrick Kenny, wie gut es einem Unternehmen geht. Natürlich kann man hier bei diesen Stats noch viel mehr rauslesen. Das wollen wir heute nicht eingehen. Auf das geht dann eher in seine Session drauf ein. Und was macht man dann noch? Was ist das Coole? Dann kann man immer noch sagen, okay, man weiß, das Unternehmen Apple hat jetzt 5 Jahre bekommen, ist ein cooles Unternehmen wirtschaftlich, nicht nur, weil es einen guten Ruf hat und weil es viele Leute kennen. Dann kann man eben noch hergehen und sagen, man schaut sich jetzt von Apple dann am Ende des Tages doch noch den Kursverlauf an. So, jetzt muss ich hier wieder natürlich auf Chart gehen. Genau, einen Moment. Und ihr könnt dann je nachdem, und da ist es dann ganz egal, was für eine Strategie ihr eventuell beim Forex Train verwendet oder was für eine Strategie ihr durch euren Educator, sei es jetzt bei einer Carol mit Fibonacci gelernt habt, okay? Ihr könnt diese Strategie dann ganz normal auf den Chart zusätzlich anwenden, um einen guten Einstiegszeitpunkt zu finden, okay? Ihr wisst durch Patrick Kenny, durch die fundamentale Analyse, das ist wichtig, bitte das nehmt mit. Warum macht es Sinn, wirtschaftlich, aufgrund von den wirtschaftlichen Daten in ein Unternehmen zu investieren? Und dann könnt ihr das Ganze eben mit eurer Strategie oder mit der Strategie von einem Educator, hier zum Beispiel, das ist die Purple-Zone-Strategie, die kann man am Forex-Markt anwenden, die kann man aber genauso bei Aktien anwenden. Dann zusätzlich kann man noch sagen, hey, befindet sich Apple gerade in so einer Zone und macht es eben doppelt Sinn, auch aufgrund von technischen Analysemitteln in diese Firma zu investieren. Aber was ihr bitte mitnehmt, diese 5 Schritte im Prinzip, wenn ihr wisst, auf was ihr schauen müsst, sind Gold wert, baut euer Portfolio 60-40 auf, okay,
diversifiziert ist, 60% in ETFs, 40% in Aktien, wenn ihr das Ganze so wie Patrick Kenny machen wollt. Ich persönlich mache es auch so. Und im Prinzip, ja, Leute, that's it. Also ich sage nur zum Abschluss so, ich kenne das noch von früher, wie ich noch verstärkter Network gemacht habe. Vielleicht kennt das noch wer, bevor ich jetzt schließe. Früher war das oft so, wenn man eine Prise geballert hat, so die Leute haben meistens gesagt so, ja, ist das nicht das mit den Aktien? So, wenn man mit Forex-Märkten so gekommen ist, dann hat man halt früher immer sagen müssen so, nee, das gibt's auch, aber so bei Forex-Markt, das ist eigentlich cooler, weil du kannst halt kaufen und verkaufen und mehr Rendite, mehr Prozente machen. Was könnte jetzt sagen nach SFX? Jetzt könnte ich sagen, zwar immer noch nein, so das ist nicht das mit den Aktien. Hey, aber wenn du daran Interesse hast, dann kannst du Forex traden und auch gleichzeitig per SFX in Aktien investieren und dir ein langfristiges Portfolio aufbauen. Also vielleicht, wenn der Chat, ist das cool oder ist das cool? Hat da Chris Terry mit AM wieder absolut den Vogel abgeschossen, im positiven Sinn. So, ihr könntet durch Network, durch Forex, sage ich jetzt mal, Einkommen generieren und dann investiert einfach langfristig in Aktien, baut euch ein Portfolio auf und generiert damit Long-Term Wealth. Also für mich ist das so die stimmigste Strategie, was man machen kann. Und dann kauft ihr vielleicht noch 15 Villen. So als nur das Beispiel. Aber so baut man das Ganze wirklich langfristig auf und so baut man das auf solider Basis stabil auf. Genau, das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, es war Mehrwert dabei. Ich hoffe, ihr habt Notizen gemacht. Ich hoffe, ihr setzt das um. Meldet euch gerne bei eurer Upline. Die können euch dann mit mir connecten. So, ich merke schon, ich habe genug gesprochen. Es reicht. Ich soll, glaube ich, Thomas noch den Co-Host geben, dass er wieder übernehmen kann. Ich schaue, dass ich das Ganze noch mit meinen Technik-Skills schnell schaffe. Ich habe schon Host, Bro. Perfekt. Passt. Dann stumme ich mich. Leute, hat mich gefreut. Setz das Ganze um und wir hören uns sicher nochmal, wenn es um SFX, Aktien, Stocks und so weiter geht. Ciao, ciao. Crazy, crazy, crazy. Leute, ey, was war das, Mann, Bro? Ehrlich, es war sehr, sehr stark auf jeden Fall. Sehr, sehr informativ, Leute. Droppt auf jeden Fall was in den Chat. Bisschen Liebe für Raphael. Sehr geil. Ich finde das immer cool auf jeden Fall. Ich meine, dann weiß auch die Person, hey, es hat den Leuten geholfen. Ja, Mann, also es ist jetzt 11 Uhr, Leute, ich will eigentlich dazu gar nichts mehr sagen, noch ganz kurz, wie gesagt, wer jetzt auf jeden Fall Bock hat, das Ganze sich anzuschauen, du kannst dann im Backoffice auf Shopping Card, okay, das Add-on, wie gesagt, dazu buchen, oder wenn du sagst, hey, ich trade aktuell, I don't know, Anastasia oder Manny Quinones, whatever, du kannst dir auch als Hauptpaket das Stocks Package holen und als Add-on FRX Pro, dann hast du die normalen Forex Educator, die Forex Pro Educator und die Aktien Educator. Ich hoffe, das war soweit klar, sonst geh einfach auf deine P600 P1K Apple hinzu und du wirst auf jeden Fall die Informationen bekommen. Und sonst, Leute, wie gesagt, morgen, okay, haben wir Tag 3 unseres Bootcamps. Morgen geht es um Dropshipping, um ECX mit Julian, Serdal und Dennis auf jeden Fall, Leute. Sehr, sehr geil für die Leute, die auch auf jeden Fall Online-Shops sich aufbauen wollen. Und by the way, lustige Story, für die, die hier noch kein Network-Marketing betreiben, ihr müsst euch vorstellen, die Person, die Raphael in das Business geholt hat, die ist selber gar nicht mehr am Start im Prinzip. Das heißt, die Möglichkeit, dass er jetzt das speakt und dass er euch das mitgibt, war nur, weil wir damals einer Person gezeigt haben, wie man jemanden einlädt und die Person, die eingeladen wurde, war eben Raphael. Nur so, by the way, auch crazy auf jeden Fall. Aber safe, Leute, wie gesagt, zum Abschluss noch Zürich in 2 Wochen, sei dabei. Okay, Raphael wird auch am Start sein. Chris Terry wird auch dabei sein, habe ich gerade einen Check gelesen. Patrick Kenny wird, glaube ich, leider nicht dabei sein, aber Anastasia wird auch dabei sein und so weiter. Alle aus dem europäischen Raum, inklusive Alex Morton, Chris Terry, Jason Brown, Matt Rosa, Johnny Lopez, Julian Kushner. Everybody is in the building. Okay, deswegen, Leute, würde ich sagen, wir sehen uns morgen ganz wichtig, wieder 21 Uhr, so wie auch am Donnerstag und am Freitag nur heute, was 22 Uhr. Und wir sehen uns auf jeden Fall alle persönlich in 2 Wochen in Zürich, Leute. Peace out, schönen Abend euch und Family. Schlaf gut. Ciao, ciao, bis morgen. Let's go.